Blau, Mushrooms. So. Draußen kombiniere ich dann noch eins und dann müssten wir mit dem ersten Stern fertig sein, Fischlins. Und dann geht's aber richtig ab. So. Ja, wie gesagt, man kann damit ordentlich Kohle machen am Anfang mit den Special Mushrooms. Es ist nicht so schwer, sie zu craften, sage ich mal. Und ihr könnt auch Insektenhülsen suchen. Es gibt die überall, auch mit, wenn ihr Fliegen fängt und so weiter, kommt das auch oft vor, dass ihr die bekommt. Geht einfach zum Gemüseältesten am Anfang, gibt ihm so viele Special, also Insektenhülsen, wie ihr in die Finger kriegt, und er gibt euch dafür Special Mushrooms, und damit hättet ihr eigentlich ziemlich gut ausgesorgt. Was möchte ich euch als nächstes zeigen? Wir machen die nächste Mission und ich zeige euch mal, wie man Fliegen fängt. Nein, wie man Hacksort. So, sortieren wir mal alles. Mixen wir alles. Und wir wären eigentlich fertig. Ich scheine keinen Platz mehr zu haben. Hab wohl vergessen, all meine Sachen wegzulegen. What are you doing? So. Wo sind eigentlich? Achso, okay. Die Sache ist die, dass ich, wie gesagt, den Schild und Schwert in einem Marathon gelernt habe. Jedoch habe ich seitdem es Monster Hunter Freedom gehabt habe, habe ich nie wieder den Einzelteil gespielt, weil Monster Hunter Freedom ist auch der Einzelteil, aber geremastert. Und zwar der Teil, das ist halt nie in Europa erschienen. Das ist der portgemachte Teil von Ding, Monster Hunter G. Vielleicht sagt euch das was. Das ist, das erschien damals für die PlayStation 2 auch. Und da Ding keine gute Rezeption hatte, Monster Hunter 1, hat man halt dann Monster Hunter G gemacht mit den Rängen. Das war dann das erste Monster Hunter Spiel, in dem es die Ränge gab. Und ja, es war halt anfängerfreundlicher und auch die Kontrolle hat sich geändert, dass man zum Beispiel mit Dreieck und O angreift und so weiter, soweit ich weiß. Falls ich mich irre, sollte jemand auf jeden Fall schreiben in die Kommentare, der das gespielt hat. Leider habe ich keinen japanischen... Also ich habe die Spiele, ich habe Monster Hunter G und Monster Hunter DOS jetzt, die ich dann später nachgekauft habe, aber da ich kein japanisches PlayStation 2 habe, ist mir leider die Information verwehrt, ob da überhaupt ob die Kontrolle sich geändert hat oder immer noch mit den Analog-Sticks zu kämpfen ist. Aber ich habe wirklich sehr viel Spaß wieder daran, den Einzelteil zu spielen.
Es gibt nostalgische Verbindungen mit diesem Spiel mit mir. Und ja, es ist wirklich schön, es wieder spielen zu können. So, suchen wir jetzt ein paar Felins. Felwins, sorry. Nichts gefunden heißt nicht, dass da nichts ist, Fischlins. Sucht einfach weiter. Erst wenn steht, hier gibt es nichts mehr zu finden oder so. Genau das, hier gibt es nichts mehr. Dann heißt es, dass da nichts mehr ist. Nichts gefunden bedeutet nicht, dass da nichts ist. Also bitte hört nicht auf zu suchen, falls das steht. Falls ihr die älteren Teile noch nie gespielt habt. So, perfekt, Insektenhülse. Ja, ich kann euch leider nicht zeigen, wie man die Spickaxe benutzt, weil die Stelle, in der man sie benutzen kann, also die Stellen sind leider jetzt für uns, bleiben uns verwehrt. Das wusste ich leider nicht in dieser Mission, also beziehungsweise habe ich mich nicht mehr daran erinnert. So. Ja, wieso gibst du mir nichts, Hübscher? Der Gemüseälteste war aber diesmal wirklich gemein. Er wollte meine Insektenhülse nicht tauschen. Das kannst du nicht bringen, OP. Das kannst du nicht bringen. Im Hintergrund suche ich dann nach weiteren... mach ein paar Weldon Steaks. Ich habe eh schon vorgeführt, wie das geht für die Anfänger. Und ein paar Tränke. Und suche ein bisschen nach Honig und so weiter, damit wir so gut wie vorbereitet sind für das Spiel, so gut es geht. Und nicht extra auch noch suchen müssen während dem Let's Play. Soweit ich weiß, wenn man den Schild hochhält, damals im ersten Teil, war es so, dass solange du das hochgehalten hast und wenn der Quest abgeschossen stand, hat er sich nicht gefreut, sondern erst wenn du es losgelassen hast. Ist zwar eine unnötige Info, aber sieht mal, ich lasse jetzt los und jetzt erst freut er sich. Oh yeah, Fischlins, jetzt kommt unsere erste richtige Jagd gegen wen eigentlich? Schauen wir mal. Lasst uns überraschen. Ist es vielleicht ein Kutku, ein Ratalos? Oder mache ich nur hier unnötig Aufwind für gar nichts. Das werden wir gleich sehen, Fischlins. Schade nur, dass sie mir meine Potions genommen haben. Es wäre besser gewesen, wenn ich sie ihnen zeige und... Oh, unser erster großer Monsterjagd. Und gegen wen? Gegen drei Velocity Press. Achso, ich habe nicht genug Geld. Ja, da mache ich im Hintergrund, wie gesagt, Kohle. Aber ich will euch noch zeigen, wie man die Hacksauce verwendet. Also lasst uns mal sehen, welche Gegenstände wir haben. Die Iron Pickaxe. So. Und das Käfernetz, falls ich überhaupt welche... Ja, da.
denn die sind das A und O für das Spiel. Nope, nicht das. Machen wir wieder den Sushi-Fisch-Level, denn das geht einfach und ja, ich kann da einiges zeigen. Erstmal schön Ration trinken. Und hier Fischlings haben wir unseren Dunk, den wir ständig absuchen. Macht es auf jeden Fall. Ich muss extra dazu fügen, dass ich das alles nur wirklich für die Anfänger erzähle, die Monster Hunter zum ersten Mal spielen. Halt nicht den ersten Teil, muss nicht der erste Teil sein. Manche dieser Sachen sind ja wirklich auch wichtig, wie ihr wisst, meine erfahrenen Fischlins in ferner Zukunft, halt bei den anderen Spielen, wie bei Monster Hunter 4 Ultimate, weil die meisten beginnen mit diesem Spiel heute noch. Ja, hier. Also im 4 Ultimate sieht das natürlich ganz anders aus mit dem Käfern, dort sieht die Schmetterlinge rumfliegen. Aber bei den Älteren, falls ihr die Freedom-Teile spielen wollt und so weiter, seht ihr diese grün leuchtenden Stellen, dort könnt ihr Käfer fangen. Und wie gesagt, ihr solltet auf jeden Fall Käfer fangen, denn die sind wirklich wichtig. Zum Beispiel Bitterkäfer ist eins der wahrscheinlich wichtigsten Käfer im ganzen Spiel. Da oben auf dem Berg gibt es eine Stelle, die zeige ich aber, die zeige ich euch lieber später. Ich will erstmal zeigen, was ihr mit dem Pickaxe machen könnt und wozu das eigentlich gebraucht wird. Meine lieben Anfänger, ihr habt bestimmt, darauf gehe ich in einem anderen Video viel spezifischer ein für die Anfänger. Ihr wolltet bestimmt mal eine Rüstung machen oder ein Schwert verbessern und da stand zum Beispiel Eisenerz oder Erdkristallit und ihr habt euch bestimmt gefragt, was ist das, wie bekomme ich das? Ich zeige euch schnell, wie das geht und ich muss nochmal betonen, dass es in den Nintendo-Teilen natürlich ganz anders ausschaut, aber falls ihr mit den Freedom-Teilen beginnen wollt, zeige ich euch das schnell. Mit dem Bullfanger haben wir nichts verloren. Aber ich drücke immer auf Kreis. Ich bin schon gewohnt an die Handheld-Spiele. Es gibt da diese Risse in der Wand ständig. Ich hätte doch zu 6 gehen sollen. Ja, es gibt halt diese Risse in der Wand, wo ihr diese Pickaxe verwenden könnt. Und mit diesen Pickaxe könnt ihr hier Sachen schneiden wie dubiose Diske und Eisenerze und Erdkristallit und so weiter. Hier habt ihr eins gesehen, Iron Ore. Ja, unsere Pickaxe ist kaputt gegangen. Disk Stone.